Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business-Fragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurather und in dieser Folge beschäftigen wir uns wiederum mit der Abschreibung und im Unterschied zum letzten Video nicht mit der linearen Abschreibung, sondern mit der degressiven Abschreibung. Vielleicht zuerst noch einmal kurz zur Wiederholung. Was verstehen wir unter einer Abschreibung? Unter einer Abschreibung verstehen wir die Verbuchung von Wertminderungen. Typisches Beispiel hierfür, Sie kaufen ein BKW, also sprich ein Auto, und dieses Auto wird von Jahr zu Jahr weniger wert und diese Wertminderung muss dann buchhalterisch auch berücksichtigt werden oder natürlich auch im Rahmen der Kostenrechnung mit berücksichtigt werden. Und hierfür habe ich Ihnen wieder ein Beispiel mitgebracht. Eine Maschine wird am Beginn eines Geschäftsjahres mit Anschaffungskosten von Euro 100.000 gekauft und degressiv abgeschrieben. Der Abschreibungssatz beträgt 30%. Ja, ebenfalls oder wie bei allen anderen Abschreibungsmethoden geht es zuerst einmal darum herauszufinden, mit welchem Wert oder was ist die Basis für die Abschreibung. Wie wir bereits gelernt haben, ist die Basis für die Abschreibung immer oder sind als die Basis für die Abschreibung immer die Anschaffungskosten bzw. die Herstellungskosten. Also sprich der Preis, zu dem ich etwas eingekauft oder angeschafft habe oder jene Kosten, zu denen ich selbst etwas hergestellt habe. Und mit diesen Anschaffungskosten oder Herstellungskosten wird das Gut dann eben auch in der Bilanz aktiviert. Also beispielsweise hier die Maschine eingebucht mit 100.000 Euro zum Zeitpunkt des Kaufes. Das heißt, wir haben hier eben Anschaffungskosten einmal von 100.000 Euro. Das wissen wir jetzt einmal. Restwert haben wir keinen gegeben hier in diesem Beispiel. Und was wir noch gegeben haben, ist einen Abschreibungssatz von 30%. Hier müssen wir hier die 30%. Und wenn wir uns zurückerinnern, bei der linearen Abschreibung, so haben wir hier jetzt diesen Abschreibungsbetrag ausgerechnet. Das ist bei der linearen Abschreibung relativ einfach möglich, indem ich einfach die Anschaffungskosten dividiert durch die Nutzungsdauer mache, beziehungsweise alternativ den Abschreibungsbetrag, den Abschreibungssatz von den Anschaffungskosten ausrechnen. Weil bei der linearen Abschreibung, wenn wir uns zurückerinnern, schreiben wir Jahr für Jahr immer denselben Betrag ab. Beispielsweise, wenn wir hier hätten 100.000 Euro und eine Nutzungsdauer von 5 Jahren, so würde ich diese Maschine jedes Jahr um 20.000 abschreiben und dementsprechend um 20.000 Wert mindern. Etwas anders sieht es eben hier bei der degressiven Abschreibung aus. Denn bei der degressiven Abschreibung schreiben wir nicht Jahr für Jahr denselben Betrag ab, sondern wir haben hier Abweichungen in der Abschreibung. Der Unterschied oder der Grund liegt darin begründet, dass wir hier nicht von den Anschaffungskosten den Abschreibungsbetrag berechnen, sondern immer vom Restbuchwert. Sehen wir uns dafür hier jetzt einmal den Abschreibungsplan an. Wir wissen, wir haben diese Maschine in der Bilanz aktiviert. Vielleicht noch zur Erinnerung, wo finden wir die Maschine in der Bilanz? Im Anlagevermögen unter den Positionen Maschine. Wir haben sie dort aktiviert mit 100.000 Euro. Dementsprechend sind diese 100.000 einmal unsere Basis. Davon schreiben wir jetzt 30% ab. Das heißt, wir haben diese 100.000 mal 0,3, weil wir schreiben ja, nicht dividiert, sondern mal 0,3. Das heißt, wir schreiben hier diese Maschine um 30.000 ab und daraus ergibt sich dann nach Durchführung dieser Abschreibung, also der Abschlussbuchungen, am Ende des ersten Jahres ein neuer Buchwert von 100.000 minus diesen 30.000. Das heißt, mit 31.12. steht diese Maschine dann mit 70.000 in der Bilanz. Am Anfang des zweiten Jahres müssen wir dann im Rahmen der Eröffnungsarbeiten
diese 70.000 Euro wieder auf dem Maschinenkonto einbuchen. Das heißt, wir haben den Buchwert am Jahresanfang mit 70.000 Euro. Und auch hiervon müssen wir dann am Jahresende wieder die Abschreibung berechnen. Das heißt, im Rahmen der Abschlussarbeiten rechnen wir uns dann hier von diesen 70.000 die 0,3, also die 30% wieder aus. Das sind 21.000 und daraus ergibt sich dann eben am Ende des Jahres wieder ein neuer Buchwert von 70.000 minus 21 von 49.000. Diese werden im dritten Jahr wiederum eingebucht im Rahmen der Eröffnungsarbeiten. Davon im Rahmen der Abschlussarbeiten wieder 30% abgeschrieben und daraus ergibt sich dann eben wieder ein neuer Buchwert am Jahresende. Selbe Spiel im vierten Jahr, am Anfang des vierten Jahres. Davon müssen wir jetzt dann wieder 30% abschreiben. Ergibt sich dann wiederum ein neuer Buchwert am Ende des vierten Jahres. Zu Beginn des fünften Jahres müssen wir dann diese 24 und 10 wieder im Rahmen der Eröffnungsarbeiten einbuchen. Dann wiederum eben diese 30% ausrechnen. Das heißt, wir haben 7203 und dann eben wieder subtrahieren, weshalb sich dann daraus eben ein Buchwert oder ein Restbuchwert von 16.807 ergibt. Das heißt, bei der degressiven Abschreibung, wie wir hier sehr schön sehen, schreiben wir nicht immer denselben Betrag ab wie bei der linearen, sondern die Abschreibung wird hier von Jahr zu Jahr weniger. Das heißt, am Anfang schreiben wir mehr ab und gegen Ende hin schreiben wir Jahr für Jahr einfach einen geringeren Betrag ab. Buchhalterisch ändert sich hierbei nichts, mal abgesehen von der Berechnung des Betrages. Die Abschreibung wird nach wie vor erfolgt nach wie vor über den Buchumsatz Abschreibung an Maschinen. Im ersten Jahr mit 30.000, zweiten Jahr mit 21.000 und so weiter. Ja, so viel einmal zur degressiven Abschreibung. Wenn es hierzu noch Fragen gibt, können Sie mir diese natürlich gerne im Kommentar hinterlassen und ich werde diese auch sehr gerne beantworten. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.